Wir haben jetzt 33 Siege gehabt bis zur ersten Etappe als Team insgesamt dieses Jahr schon. Und jetzt fahren wir halt los, morgen ist Sprint und das läuft schon. So, dann lief es aber nicht so richtig. Und dann ist es am nächsten Tag auch wieder nur ein zweiter Platz gewesen und dann lief es mal überhaupt nicht gestern zur dritten Etappe. Und dann hat man schon gemerkt, okay, da ist jetzt ganz schön, keiner gibt das natürlich zu, aber so eine Enttäuschung war schon da. Und ich glaube, mit so einer Enttäuschung kann auch ganz schnell so ein mit sich selbst hadern kommen und dann langsam Verzweiflung und das geht dann in die völlig falsche Richtung. Und deswegen war es halt wirklich ganz wichtig, einfach nochmal auch zu betonen oder jeden auch nochmal vor Augen zu führen, wie stark eigentlich die Mannschaft auch ist und was sie kann. Und ich glaube, das hat gut funktioniert. Ja, jetzt ist das schon eine riesen Genugtuung, auch quasi bei der Tour zu zeigen, okay, ich bin wirklich wieder auch auf dem absoluten Top-Level wieder da und mit mir ist zu rechnen. Das freut mich riesig und das macht mich auch mega stolz. Und ich glaube, jetzt ist der Knoten auch irgendwo geplatzt und da fährt sich's auch freier. Und für mich ist da auch, gerade auch was das Team angeht, da auch viel Erwartungsdruck auch weggegangen jetzt durch den Sieg.